Willkommen bei QVC Beauty. Ich bin die Anna und ich stelle dir heute ein paar Produkte von The Balm vor. Und zwar die Nuditude Palette mit Lidschatten und einem Pinsel und dann noch die Matte Lash Mascara und drei von den Meet Matte Lipglossen. Und fangen wir am besten mit der Palette an. Sie ist aus Pappe mit einem Magnetverschluss. Also das heißt, wenn ich das jetzt so aufmache, dann klappt es auch wieder zu und ist auch recht fest. Ist auch leicht und auch im Vergleich jetzt zu meinem Gesicht nicht so groß. Das heißt, man kann sie auch wunderbar für Reisen mitnehmen. Vor allem auch, weil sie nicht so schwer ist, finde ich, ist sie ganz gut dafür geeignet. Da sind 12 Lidschatten drin und von weiß bis schwarz ist alles dabei. Also da sind sowohl kühle als auch neutrale als auch warme Farben. Das heißt, man kann alles sehr, sehr gut kombinieren, sodass sie wirklich allen eigentlich stehen. Dann sind da 4 matte Töne drin. Der Rest hat einen leichten Schimmer und 2 Lidschatten haben auch wirklich sichtbare Glitzerpartikel. Ansonsten sind die Lidschatten sehr, sehr gut pigmentiert. Also man muss auch vorsichtig sein, weil es dann sonst schnell auch krümeln kann. Das heißt, beziehungsweise ich würde dir empfehlen, einfach wenn du den Lidschatten mit dem Pinsel aufnimmst, dass du dann einfach ein bisschen abklopfst und dann erst aufs Lid drauf gehst. Ansonsten hast du ein paar Krümel unter dem Auge. Und wie du jetzt schon im Auftrag siehst, ich habe ja jetzt mit den schimmrigen Lidschatten angefangen, das lässt sich wirklich super, super gut auftragen und ist auch gleich sehr intensiv. Also man muss die Farbe auch nicht schichten, damit man auch was Sichtbares auf dem Lid hat. Die schimmrigen Lidschatten lassen sich auch wirklich sehr, sehr gut verblenden und die Hauptherausforderung ist ja eigentlich bei den matten Lidschatten, ob die sich gut verblenden lassen, weil gerade bei den matten Tönen sieht man dann wirklich jeden Fehler, also jeden Fehler beim Verblenden. Und das, wie du siehst, lässt sich auch sehr, sehr gut. Also dadurch, dass sie wirklich so gut pigmentiert sind, muss man natürlich vorsichtig sein, damit man dann nicht so viel auf dem Auge drauf hat. Aber ja, man kann das auch wirklich sehr, sehr gut dann schnell ausrauchen und eben verblenden. Und ja, hier habe ich jetzt auch 2 Pinsel benutzt. Einen, um den Lidschatten jetzt so aufzutragen, damit es so ein bisschen präziser und intensiver auch wird. Und dann eben den anderen, um an den Kanten den Lidschatten besser in den anderen Ton zu verblenden oder eben auch in Richtung Augenbraue bis ins Nichts hinaus auszurauchen. Schichten kann man die Lidschatten auch sehr gut. Also das heißt, sie sind dann auch richtig intensiv. Was auch sehr, sehr wichtig ist, mit diesen Lidschatten entsteht auch kein Einheitsbrei. Also das heißt, das verschwimmt dann nicht alles, wenn man dann verblendet zu einer Farbe, sondern man erkennt dann auch tatsächlich noch die Farbverläufe und man erkennt auch, dass es mehrere Farben sind. Dann habe ich einen Lidstrich gezogen mit dem Schwarz aus der Palette. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und war sehr einfach auch. Und was man zu den Lidschatten auch sagen muss, die Lidschatten halten sehr gut, also sie rutschen nicht im Laufe des Tages hin und her und die Farben verblassen nicht im Laufe des Tages. Das Problem, ja, haben viele Lidschatten leider, dass man morgens sich schminkt und dann jede Farbe ganz genau sieht und irgendwann wird es dann halt eben so ein Einheitsbrei und die Farben verblassen dann auch leider, weil dann alles irgendwie aus irgendeinem Grund miteinander vermischt und verschwimmt und ja, und dann auch noch die Farben einfach nicht mehr so kräftig sind wie vorher. Das ist mit diesen Lidschatten nicht der Fall. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Dann zu der Mascara. Sie hat ein sehr, sehr lustiges Bürstchen. Sie ist so gebogen, also ja, ist so ein bisschen, also jetzt nicht ganz wie so ein Halbmond, aber in die Richtung geht das. Und ich finde, eine Seite kann man gut, ganz gut für die Länge benutzen, also die, die jetzt so geht, also nach oben hin offen, die benutze ich dann zuerst und danach drehe ich die Bürste und mache dann nochmal, ja, so eine zweite Schicht damit und das macht dann nochmal mehr Volumen, finde ich. Was mir auch bei der Mascara aufgefallen ist, ist, dass sie die Wimpern, also den Schwung nach oben hält sie ganz gut. Und ja, du siehst es ja jetzt selbst an den Wimpern, sie sehen voluminöser aus. Und ja, also für mich ist auch eher das Voluminösere bei der Mascara wichtig als die Länge. Also ich mag lieber dichtere Wimpern und das macht sie auf jeden Fall. Und was ich persönlich noch für ein Problem habe mit sehr, sehr vielen Mascaras ist, dass da, wo meine Wimpern aufhören und sie dann praktisch manchmal andocken an die Haut oben, da stempelt sich dann bei mir oft die Mascara ab und dann sieht man dann so kleine Punkte.
Also natürlich erst so im Laufe des Tages. Und das habe ich mit dieser Mascara dann nicht festgestellt, Gott sei Dank. Das ist nämlich auch ganz schön nervig, wenn man dann halt irgendwie in den Spiegel guckt und dann hat man dann hier überall dann so Mascara-Abdrücke. Dann zu den Lipglossen. Sie sind eben matt, was ja total der Trend ist im Moment. Ich habe sie jetzt hier in drei Farben, in Dedicated. Das ist so ein, ja, das trage ich auch auf den Lippen. Das ist ein sehr, sehr schöner, bäriger Rot-Pink-Ton. Also ich finde wirklich sehr, sehr schön für den Herbst. Dann habe ich noch so einen Alltagston, der etwas, ja, so bräunlich auf den Lippen aussieht, allerdings auf jeden Fall heller und jetzt auch nicht so, ja, nicht so jetzt für so Mutige, die jetzt komplett braun auf den Lippen tragen, sondern es ist dann, geht dann schon mehr so in die rosa, ja, in die rosane Richtung. Und dann habe ich noch eine Farbe hier und zwar Charming. Das ist praktisch so wie der Alltagston, nur noch ein bisschen intensiver und einen Touch mehr ins Altrosa bis in Richtung bräunlich geht diese Farbe. Also auch total im Trend, denn so bräunliche Lippen sind ja total in im Moment. Und ansonsten kann ich sagen, sie riechen minzig. Also wenn du Bare Minerals Lipglosse kennst, dann ist der Geruch recht ähnlich. Und beim Auftrag kühlen sie auch ein bisschen die Lippen. Und sie halten ganz schön lange. Also mindestens 2 Stunden überleben sie auf jeden Fall auf den Lippen. Außer du isst jetzt direkt irgendwie was extrem Öliges. Aber ansonsten wirklich halten sie sehr, sehr gut. Und dann fangen sie dann an, sich dann eher in der Mitte so ein bisschen abzutragen. Und am Rand bleibt dann halt die Farbe. Das heißt, wenn man dann nachtragen muss, dann halt eben in der Mitte von der Lippe. Und zum Auftrag, also ich mache das immer so, weil da recht viel Produkt rauskommt, starte ich dann immer in der Mitte von den Lippen und danach ja, arbeite ich mich nach außen und erst relativ zum Schluss mache ich dann den Rand. Dann ja, hat man einfach nicht mehr diese Farbkleckse dann sonst auf den Lippen. Ja, dann wartet man 15 Sekunden und dieser Lipgloss wird dann eben komplett trocken und wird dann auch eben matt und nicht mehr so cremig. Und zum Tragegefühl, also man spürt das wirklich überhaupt nicht auf den Lippen. Es fühlt sich auch nicht trocken an. Also man hat auch nicht das Bedürfnis, dann ständig irgendwie mit Labello nachzuhelfen oder sowas. Überhaupt nicht. Es fühlt sich eher so an, als hätte man gar nichts auf den Lippen. Also man spürt diese Glosse überhaupt nicht. So, das waren jetzt meine Eindrücke zu den Produkten. Ich hoffe, du fandest es hilfreich und du konntest was damit anfangen. Und wäre sehr, sehr cool, wenn wir uns dann in den Kommentaren wiedersehen. Dann hab noch einen schönen Tag. Ciao!